Ich bin Sophie Schremmer, Konditormeisterin aus Magdeburg und ich habe 2023 das Café Vanillekind in Magdeburg gegründet. Also ich hatte schon immer das Ziel, mein eigenes Baby zu gründen, also mein eigenes Café zu haben, wo ich halt alles selber festlegen kann, was ich backen will, was mein Konzept ausmacht. Und bei verschiedenen Arbeitgebern hatte ich halt vorher die Situation, wo ich halt mir immer bestimmte Sachen sagen lassen musste. Und jetzt hatte ich halt so den Punkt, wo ich sage, jetzt möchte ich mein eigenes Ding machen und möchte alles selber festlegen. Ich habe schon, als ich meinen Meister gemacht habe, 2017, die Idee gekriegt, Vanillekind wäre doch ein schöner Name. Einfach, weil ich auch ein Vanillekind bin. Ich liebe alle Sachen mit Vanillegeschmack und bin jetzt nicht so der Schokoholic. Steht auch so ein bisschen für junge, kreative Kunst und niedliche, süße, kleine Sachen. Und das bin halt einfach ich. Also es gab natürlich verschiedene behördliche Hürden, wie Anträge stellen, recherchieren, wo man für was man sorgen muss oder worum man sich kümmern muss, zu verschiedenen Banken gehen. Ich habe einen Kredit beantragt, da musste ich halt in Kommunikation mit verschiedenen Banken gehen. Und dann gab es halt alle möglichen Ämter, die man abklappern musste, wo man verschiedenste Dinge beantragen musste. Also für die Meistergründungsprämie musste man natürlich einige Formulare und Anträge ausfüllen, aber da hat die Handwerkskammer mich ganz doll unterstützt. Als dann alles beantragt wurde, ging das reibungslos und ich hatte auch innerhalb von wenigen Wochen dann das Geld. Mit der Meistergründungsprämie habe ich verschiedene größere Investitionen getätigt. Also ich habe zum Beispiel eine Kuchenvitrine gekauft, für meine Küche Kühlschränke und Tiefkühlschränke und auch meine Siebträger-Kaffeemaschine. Also ich würde auf jeden Fall wieder mir die Zeit nehmen, sich auf den neuen Laden einzulassen, sage ich mal. Also ich habe meinen alten Job gekündigt und dann 2 Monate Zeit gehabt, mich komplett auf die Renovierungsphase einzulassen und vorm Start unseres Cafés sozusagen 2 Monate Zeit gehabt, mich komplett nur mit meinem Baby zu beschäftigen. Also mein Ziel ist eigentlich, dass ich ein gutes Team habe, was sich jetzt schon entwickelt, sag ich mal. Dass wir alle kreativ und motiviert arbeiten, dass ich mich vielleicht auch mal in 1-2 Tagen zurücknehmen kann im Alltag. Langfristig möchte ich auf jeden Fall keinen zweiten Laden gründen, sondern mein eines Baby behalten, dass es gut läuft, dass wir ein gutes Frühstückslokal, eine gute Location in Magdeburg sind und bleiben und ja, einfach eine gute Zusammenarbeit im Team haben. Thank you.